Ich muss raten, was es ist. Genau. Das hat einen Nutzen, irgendwas? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Also ein Schlüssel ist es nicht. Was könnte es sonst noch sein? Ich würde mal sagen, das ist ein Schlüsselanhänger. Praktisch für einen Brieföffner. Übel richtig in die Wand hauen. Irgendetwas damit aufmachen. Oder zum vielleicht einen Tollen aufmachen. Bis zum Rausholen. Füllhalter. Stick-Korkenöffner. Aber es ist sicher schön dekorativ. Ist aus dem Beauty-Bereich. Aus dem Beauty-Bereich? Kann man ja nicht das ins Gesicht schmieren. Mit dem Lippenstift hat es nichts zu tun, Make-up vielleicht. Ist das so eine Marke, um sich irgendwie zu rasieren? Für ein Parfüm oder so? Der Schaum, den ich, wenn ich mich rasiere, hätte ich. Müsste ich das kennen? Also ist es für Männer? Männer und Frauen. Männer und Frauen? Ist es ein Tubenauspresser? Ja. Echt? Ja! Ah, ja, logisch! Ja, sicher! Ja, sicher! Das ist entweder eine Cremetube oder Mayonnaise. Das weißt natürlich nicht. Und dann können wir es besser dosieren und es ist immer alles schön sauber aufgeräumt. Ja, darf ich es behalten? Nein, leider nicht. Ja, nein, ich hätte noch Tube Mayonnaise auf dem Pult. Nein, noch Spass. Ja, cool. Hey. Danke vielmals. Darf ich das mitmachen? Ja, gern. Zum eine Tube aufdingsen, nicht? Stimmt. Jetzt hast du das so schnell rausgefunden? Ja. Kennst du es? Oder? Ich habe es schon mal, gesehen. Okay, krass. Nein, also da so schnell hättest du nie im Auto gefunden. Gratuliere. Ja, du hast mir es gerade gesehen und dann nicht gedacht, Schlüssel, aber nein, es ist. Ja, stimmt, cool. Zum Tuben aufzufüllen. Hey, cool. Ja. Dann wärst du gewesen. Ja, gut. Danke vielmals.